Koordinatensysteme. Als wir über Indizes gesprochen haben, haben wir schon definiert, dass es mehrere Koordinatensysteme gibt, in denen wir die einzelnen Vektoren ausdrücken können. Wir werden jetzt die verschiedenen Koordinatensysteme ein bisschen genauer analysieren und werden dann in der Folge Winkeltransformationen zwischen den einzelnen Koordinatensystemen uns ansehen. Fangen wir mit dem Basiskoordinatensystem an. Das ist dieses Koordinatensystem hier unten. Das ist halt das erdfeste Koordinatensystem. Das erdfeste Koordinatensystem, wie alle Koordinatensysteme, hat es drei Achsen. Müssen wir jetzt definieren. Sagen wir mal, die x-Achse zeige nach Norden. Das ist eine Definition, kann man nicht sagen, eine übliche Festlegung. In der Norm wird da so ein bisschen drumherum geredet, da wird irgendwie gesagt, so meistens, üblicherweise wird die x-Achse in Nordrichtung angenommen. Wir machen das jetzt auch mal so, dass in der Zukunft eben die x-Achse immer in Nordrichtung zeigt. Die y-Achse, also der Zeigefinger, x-Achse ist ja der Daumen, der Zeigefinger zeigt in Ostrichtung und dann zeigt automatisch der Mittelfinger senkrecht dazu, zu dieser Ebene, die durch Nord und Ost festgelegt ist, nach unten, also zum Erdmittelpunkt. Wir werden dann zusätzlich auch noch fast immer annehmen, dass die Erde keine Kugel, sondern eine Scheibe ist, beziehungsweise eben ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem darstellt. Das geht für die meisten Dinge, die wir in der Flugregelung betreiben, auch ganz gut. Wir werden eben keine längere Navigation machen, bei der das Flugzeug eben größere Strecken zurücklegt. Und für die Dinge, die wir analysieren, also wie zum Beispiel eine Anstellwinkelschwingung, wo der Flieger mal kurz die Nase hochnimmt und rumschwingt, oder auch eine Figoide oder eine Taumelschwingung, also die Eigenbewegungen, die wir regeln wollen, reicht es, wenn wir, weil die Ausdehnungen sehr klein sind, die Erde als kartesisches Koordinatensystem annehmen. Das zweite Koordinatensystem ist das flugzeugfeste Koordinatensystem hier oben, Index F. Und das ist halt am Flugzeug festgemacht, dreht sich mit dem Flugzeug mit. Der Ursprung dieses Koordinatensystems liegt im Schwerpunkt des Flugzeugs. Die X-Achse zeigt nach vorne, also der Daumen sozusagen, wenn wir unsere rechte Handregel wieder anwenden wollen. Der Daumen zeigt nach vorne. Vorne ist, naja, nicht so ganz hundertprozentig genau definiert, irgendwie so in Richtung Nase des Flugzeugs. Der Zeigefinger, also die Y-Achse, zeigt nach rechts, also in Richtung rechte Tragfläche. Und der Mittelfinger zeigt in Z-Richtung, demzufolge senkrecht dazu, in Richtung des Fahrwerkes, nach unten am Flugzeug. Und wenn der Flieger eben jetzt die Nase hochnimmt, dann nimmt eben der automatisch auch die X- und die Z-Achse mit und dann bewegt sich eben auch das flugzeugfeste Koordinatensystem und nickt dann auf, und bei jeder Bewegung des Flugzeugs wird das flugzeugfeste Koordinatensystem mit dem Flugzeug mitbewegt. Dann brauchen wir jetzt noch zwei weitere Koordinatensysteme. Das eine ist das bahnfeste Koordinatensystem mit dem Index klein k. Und wie auch schon erwähnt, dieses bahnfeste Koordinatensystem ist im Wesentlichen dadurch definiert, dass seine x-Achse in Richtung des momentanen Bahngeschwindigkeitsvektors vk zeigt. Also das Flugzeug bewegt sich ja, egal wie es ausgerichtet ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine bestimmte Richtung. Und die momentane Richtung, in die sich das Flugzeug bewegt, ist eben der Bahngeschwindigkeitsvektor, also die Richtung des Bahngeschwindigkeitsvektors. Sein Betrag ist eben die Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug in diese Richtung bewegt. Und wir legen jetzt das bahnfeste Koordinatensystem so, dass die x-Achse genau in Richtung dieses Bahngeschwindigkeitsvektors zeigt. Da sich dieses Koordinatensystem dann aber ja noch um diesen diese x-Achse herum drehen könnte, müssen wir jetzt auch noch wenigstens eine der beiden anderen Achsen definieren. Und das machen wir, indem wir die y-Achse in die Erdhorizontale legen. Das heißt, die y-Achse liegt jetzt in der x-g-y-g-Ebene der Erde. Und damit ist auch die z-Achse eindeutig definiert, weil die ja senkrecht auf der definierten x- und der definierten y-Achse steht. Das vierte Koordinatensystem, das wir definieren müssen, ist das flugwindfeste oder das aerodynamische Koordinatensystem. Und so ähnlich wie das bahnfeste
mit seiner x-Achse am Bahngeschwindigkeitsvektor festgemacht wurde, ist jetzt das aerodynamische Koordinatensystem mit seiner x-Achse an der momentanen Anströmung festgemacht. Nochmal, warum gibt es einen Unterschied zwischen dem momentanen Anströmvektor VA und dem Bahngeschwindigkeitsvektor? Den gibt es immer dann, wenn wir eine Windgeschwindigkeit haben. Denn VK, der Vektor VK, ist ja gleich VA plus VW plus der Windgeschwindigkeit. Und wenn die Windgeschwindigkeit da ist, dann fliegt das Flugzeug halt in eine andere Richtung, als es momentan angeströmt wird. Genau wie eben müssen wir jetzt noch eine weitere Achse festlegen. Und da legen wir jetzt willkürlich die Z-Achse des aerodynamischen Koordinatensystems in die XFZF-Ebene. Nochmal überlegen, was ist die XFZF-Ebene? Das ist die Ebene, die durch die X-Achse und die Z-Achse des Flugzeugs definiert ist. Also durch die Achse, die nach vorne zeigt und die nach unten zeigt. Und das ist gerade die Symmetrieebene des Flugzeugs. Ja, die entsteht, wenn Sie das Flugzeug eben von oben nach unten senkrecht durchsägen würden. Dann hätten Sie eine linke Hälfte, eine rechte Hälfte. Und diese Symmetrieebene ist die XFZF-Ebene und in die legen wir jetzt eben das ZA willkürlich fest. Damit haben wir jetzt die vier Koordinatensysteme, die wir auch vorher schon angeguckt haben, nochmal eindeutig definiert. Und jetzt müssen wir Winkel zwischen diesen Koordinatensystemen definieren und Transformationen. Das sind diese grünen Kästen hier. Hier zum Beispiel die Transformation zwischen dem geodätischen und dem flugzeugfesten Koordinatensystem. Zwischen dem geodätischen und dem flugzeugfesten. Vom geodätischen in Pfeilrichtung über diese Winkel und diese Transformationsmatrix in Richtung auf das Flugzeug. Wir werden später sehen, dass man diese Transformationsmatrizen immer von hinten lesen muss. Also eine Transformationsmatrix MFG transformiert vom geodätischen ins Flugzeugfeste. Die Transformation vom geodätischen ins Flugzeugfeste ist jetzt über drei Winkel definiert. Über die drei Lagewinkel oder Eulerwinkel, wie sie heißen. Das sind die Winkel Psi, Theta und Phi. Das ist einmal der Gierwinkel, der angibt, wie weit das Flugzeug aus der Nordrichtung ausgelenkt ist. Das ist das Theta, das angibt, wie weit die Nase des Flugzeugs über der Erdhorizontalen nach oben angehoben ist, positiv. Und das ist das Phi, das angibt, wie weit das Flugzeug seine rechte Tragfläche nach unten bewegt hat, also wie weit das Flugzeug gerollt ist. Das ist der Rollwinkel. Diese drei Winkel werden, wie wir nachher sehen, zusammen in einer Transformationsmatrix dafür sorgen, dass wir jeden beliebigen Vektor aus dem geodätischen Koordinatensystem ins flugzeugfeste Koordinatensystem transformieren können. Die zweite Transformation, die wir betrachten wollen, ist die Transformation mit der Matrix MKG. Das ist also die Transformation vom geodätischen ins bahnfeste Koordinatensystem, von der Erde in das bahnfeste Koordinatensystem. Und die geschieht über zwei Winkel, nämlich das Chi und das Gamma, wobei Chi der Bahnazimut ist, der also angibt, wie weit die momentane Bahn des Flugzeugs, also die Richtung, in die das Flugzeug momentan gerade fliegt, von der Nordrichtung abweicht. Wenn also der Flieger ein bisschen in Richtung Osten fliegt, ist das Chi positiv. Und das Gamma, das angibt, ob die Bahn momentan gerade nach oben oder nach unten ausgerichtet ist. Ob also der Flieger gerade einen positiven Gamma hat, einen Steigwinkel, einen positiven Bahnneigungswinkel, einen positiven Bahnwinkel hat, dann fliegt der Flieger nach oben. Ob das Gamma negativ ist, dann fliegt der Flieger nach unten. Wenn das Gamma 0 ist, fliegen wir horizontal. Und dann wollen wir noch eine dritte Transformation besprechen. Das ist diese Transformation MFA. Das ist die Transformation vom aerodynamischen ins flugzeugfeste Koordinatensystem. Und diese Transformation geschieht über die beiden Winkel Beta, das ist der Schiebewinkel, und Alpha, das ist der Anstellwinkel. Dabei gibt der Schiebewinkel an, ob die Anströmung von rechts oder von links kommt.
Und das Alpha gibt an, ob die Anströmung von unten, positives Alpha, oder von oben, negatives Alpha kommt. Oder wenn die Anströmung direkt von vorne kommt, haben wir halt ein Alpha von 0.